So, liebe Freunde von mir, von hier, naja, immer noch allein zu Hause in meinem, naja, Solo-Trip, mache ich jetzt mal was ganz anderes, das, was wir bisher noch nicht hatten. Ich mache jetzt mal so eine kleine Bier-Challenge. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier zwei Sorten nebeneinander und vergleiche die jetzt einfach mal für euch. Also, auf der einen Seite haben wir Gildenkölsch. Okay, jetzt kommen die meisten an, von wegen so, ja, Kölsch ist ja kein Bier und so weiter und so fort. Also wer das jetzt ausdiskutiert haben möchte, der muss einfach mal unseren Kanal abonnieren. Da hatten wir die Frage ja auch schon mal. Also, wir haben das Gildenhaus seit 1296, steht zumindest auf dem Etikett drauf. Jetzt muss man sagen, dass die Gildenbrauerei als solche nicht mehr produziert in Mülheim, Bergisch-Gladbacher Straße, dann noch die Adresse ist, sondern jetzt bei der Frühkölsch hergestellt wird. Unter Lizenz, das ist durchaus normal. Und auf der anderen Seite haben wir Mühlenkölsch seit 1800 und, jetzt habe ich natürlich da keine Brille auf, 58 am Heumarkt in der Kölner Innenstadt. Ja, dann probieren wir diese beiden. Jetzt kommt natürlich der Spruch, hey, das sind ja beides Gildengläser. Ich bin in irgendeiner Form schon vorbelastet. Naja, eher Zufall. Liegt einfach daran, dass ich kein Mühlenkölschglas habe. Also wer sich jetzt beschwert und sagt, das ist ja das falsche Bier aus dem falschen Glas, tja, also gegen eine Gläserspende hätte ich da nichts einzuwenden. Ich habe zwar wieder nur eine Hand zur Verfügung, aber ich glaube, das reicht zum Eingießen. Denn Kölsch hat ja nun bekanntlich keine wahnsinnig große Schaumkrone, die sich lange hält. Dann auf der anderen Seite das Mühlenkölsch. Dauert jetzt ein bisschen, ne? Ganz klar. Sehen wir uns in der Seite Etiketten nochmal an. Was steht denn hier auf der Rückseite drauf? Mit warmem Hopfen gebraut, Mindesthaltbarkeit, klar, Bier bewusst genießen und natürlich, was auch interessant ist, ich zoome mal ran. So, zweiter Teil, Akku war gerade alle. Mit dem auch sei, muss ich mich ein bisschen beeilen. Also, Mühlenkölsch, auch geografisch geschützte Angabe, Brauereiabfüllung. Dann probieren wir den mal. Ich muss noch ein bisschen was eingießen, sonst sieht man ja nichts. Das ist ja ein bisschen sehr wenig. Also für die Kenner unter uns, die wissen ja, dass Kölsch eine Schaumkrone hat, die sehr schnell zusammenfällt. Das ist durchaus normal. Das hat also nichts mit der Qualität dieses Bieres zu tun, sondern einfach nur, dass Kölsch halt, sanft gehopft ist. Also nicht hopfendominant. So, dann probiere ich mal das Gildenkölsch für euch. Sehen wir uns den Rest nochmal an. Erstmal die Nase reinhalten. Ja, typisches Kölsch halt. Kölsch hat auch immer so einen leicht metallischen Geruch. Das ist also durchaus normal. Der mal Prost. Ja, sehr gut trinkbar. Kölsch ist ja nun ein Bier, das man trinken muss, was man also nicht lange stehen lassen sollte. Und Gilden ist jetzt eins der mildesten Kölschbiere, was es so auf dem Markt gibt. Kann man also sehr gut trinken. Ja. So viel dazu. Erstmal ein Schluck Wasser dazwischen. So, dann schwenken wir mal zum Mühlenkölsch. Viele behaupten immer, Mühlenkölsch ist so ziemlich das beste Kölsch. Das ist eher persönlicher Geschmack. Aber ich rieche erstmal dran für euch. Auch wieder der typische Kölschgeruch. Nur hier ist er ein bisschen intensiver. Ich verrate euch auch gleich das Geheimnis von Mühlenkölsch. Weswegen viele das als das beste Kölsch empfinden. Dann mal Prost. Kann man auch ganz gut trinken. So, der große Unterschied zwischen den beiden Kölschsorten ist, dass bei Mühlenkölsch ein Teil Weizenmalz dazukommt. Das kommt im Geruch durch natürlich. Und das beim Gildenkölsch nicht der Fall ist, sondern das wird aus reiner Gerste hergestellt. So steht es zumindest drauf. Ne, steht auch Weizenmalz drauf, sorry, habe ich nicht gesagt. Nehmen wir alles wieder zurück. Also auch hier ist ein bisschen Weizenmalz mit drin. Allerdings ist der Geruch beim Mühlenkölsch entsprechend intensiver. So, als Resümee muss man einfach sagen, beide haben ungefähr 4,8 bis 4,9% Alkohol. Also da tun sie sich beide nichts. Und Kalorienangabe haben wir auch drauf. Ja. Resümee, wer also den Geschmack vom Weizen etwas intensiver mag,
wer zum Beispiel Weizenbiertrinker ist und sagt, ich will mal in Köln einen Kölsch probieren, der ist bei Mühlenkölsch richtig, kann man auch lecker essen, nur so nebenbei. Und wer sagt, oh, ich möchte was Mildes haben, etwas, was sehr ruhig runtergeht, was allerdings, muss man auch sagen, keinen großen Nachhall hat. Ja, wo man sagt, wovon wegen tut keinem weh, dann ist man bei Gildenkölsch richtig. Also, ich würde mal sagen, ich mache mal so eine Sterneskala. Ja, 1 bis 10 Punkte. Würde ich sagen, das Gildenkölsch ist gut bei 6 bis 7 Punkten. Und das, habe ich jetzt Mühlen gesagt? Das Gilden, Entschuldigung. Und das Mühlenkölsch wäre bei gut 8 Punkte. Ne? Nur so nebenbei. Man kann die Skala auch nach oben eröffnen, wenn einer sagt, das Bier ist so unglaublich, das muss mehr als 10 Punkte oder 10 Sterne haben. Ist also jedem, wie er mag. Trotz allem, beide Biere kann man gut.